Hallöchen. ich habe wieder einen kleinen. Also, das Zeug ist wieder. Ich bemal gerade die rechte Seite und das, damit zeichne ich auch. Deswegen ist das gerade wieder so ein bisschen ungünstig. Und ich hatte kurz einen kleinen Herzinfarkt, dass ich mein kleines gelbes Helferlein nicht mehr. Also, beziehungsweise, dass ich es verschlammt habe. Aber habe ich nicht. Deswegen kann ich diese Perspektive machen. Es ist zwar eigentlich schöner, von oben so betrachtet nachvollziehen zu können, wie ich arbeite, aber ich persönlich finde es einfach schon irgendwo interessanter von der Seite. Und es ist auch einfach angenehmer. Aber jedenfalls willkommen. Ja, wenn ihr Zeichner seid, wisst ihr, dass diesen Monat das sogenannte Mermaid ist. Also sprich, Meerjungfrauen wirst du teilweise echt zugespammt. Und da kommen wir auch schon zu der ersten kleinen Frage. mögt ihr Meerjungfrauen? Also ganz ehrlich, für mich sind sie die langweiligsten Fantasy-Wesen, die existieren. Steinigt mich ruhig, ist mir egal. Aber dazu jetzt meine kurze Erklärung, bevor ich getötet werde. Es ist halt so, die klassischen Meerjungfrauen, ich gehe halt immer von den klassischen raus, wenn ich sage, ich finde die einfach nur langweilig as fuck. Die können schwimmen, haben eine Schwanzflosse, können im Regelfall auch mit den Tieren reden, also Unterwassertieren. An Land wird es schon wieder schwieriger, weil sie ja nun mal auch eigentlich nicht sind. und das war's. Also, unter Wasser schwimmen, vielleicht, ja, nicht vielleicht, definitiv schneller schwimmen als, ich sag jetzt mal, normale humanoide Wesen, solange die jetzt nicht eine spezielle Fähigkeit haben. Aber es beeindruckt mich nicht. Klar, also unter Wasser atmen wäre schon was Cooles. Schon allein, weil ich dann endlich mal sehen könnte, wie so die ganzen schönen exotischen Fische aussehen und nicht nur kurz und dann weg. Wobei ich noch nie wirklich richtig getaucht habe, weil ich auch einfach, ich sage jetzt mal, vor der Szenerie Respekt habe. Aber es wäre, müsste ich nicht diese Angst haben, dass ich es harte verkacke und. Ich bin leider ein sehr ängstlicher Mensch. Ich meine, so, ich zum Beispiel feiere ja Elfen. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich feiere die Viecher einfach des Todes. Also, ich denke mal, es liegt unter anderem daran, weil klassisch, naturverbunden, im Regelfall hat jeder auch eine Magie, mit der er noch rumspielen kann, sage ich jetzt mal. Und, dann. Ach, ich muss mich gerade konzentrieren. Das ist immer schwierig beim Zeichnen doch zu labern, aber es hat eine bessere Tonqualität, wenn ich es so mache. Also warte doch mal. Ich muss noch mein Gedächtnis kurz schützen. Naturverbunden, meistens noch eine kleine Magiefähigkeit. Ob die jetzt nun alle mit der Natur arbeiten können oder nicht, ist ja scheißegal. Und, ah ja, jetzt mal Butter bei die Fische. Die meisten Elfen sind einfach immer schlank und hochgewachsen. Klar, die Meerjungfrauen sind auch eigentlich immer schlank. Ich habe zumindest noch keine wirklich fetten gesehen. Außer Ursula. Aber ich weiß nicht, ob man sie als Meerjungfrau zählen kann, weil sie ja schließlich schon mal einen Tintenfisch Unterkörper hat. Was zwar fucking cool aussieht, aber ich weiß jetzt nicht, ob das so noch zum Mermaid zählt. Ich weiß nicht, weil ich habe halt, wie gesagt, bei diesem klassischen Bild vor Augen, dünnes Mädchen mit einem schönen, schillernden Fischschwanz. Wenn sie Glück hat, hat sie nochmal so Special-Flossen an der Seite. Aber an sich halt Ariel einfach so. Also ich meine, Ariel wird euch alles sagen. Und solange die halt nicht modifiziert sind, finde ich die eigentlich auch, naja, langweilig. Ich meine, ihr könnt sie ja geil finden, aber ich weiß nicht, ich dachte mir, weil der Monat halt gerade ist, könnte ich ja mal darüber labern. Wir sind alle erwachsen, denke ich, hoffe ich. Also, bitte tötet mich nicht, danke. Ja. Die zwei, ich zeige es gleich nochmal richtig. Ich muss nur gerade hier erstmal das zu Ende kommen. Sind auch nur dran, weil die von wieder von Rassen sind für eine Quest. Aber weil halt durch das Rassenthema sind sie ja modifiziert und dadurch sind sie dann auch wieder für mich interessant.
Ansonsten, nein. Ganz einfach, nein. Also sonst hätte ich halt wirklich gar kein Interesse, mich damit auseinanderzusetzen. Und ja, wie ihr gleich sehen werdet, ich habe mal bei ihrer Haut mal mit bisschen Pinktönen Schatten eingearbeitet. Weil ich habe letztens neue Copics gekauft und Aufhüller. Und ich denke, ich habe jetzt endlich mal meine gesamte Farbpalette an Copics und muss jetzt nur noch die Auffüller besorgen. Davon habe ich ja schon. Guten Stoß, um genau zu sein. Diese zwei Kisten voll. Die und die. Die ist ein bisschen größer. Und dann nochmal so ein Stifterhalter, wo ich jetzt die neuen Kaufen reingeklatscht habe, weil ich habe so einen großen Karton, wo ich den dann reinpacken will, aber dafür ist es noch zu wenig zum Füllen. Set Life. Egal. Also ich glaube, 50 sind das mittlerweile mindestens. Egal. Jedenfalls dachte ich mir mal so, nachdem ich halt dann auch meine Farbpalette nochmal neu gemacht habe, weil ein Teil einfach nochmal Shame on Me eingetrocknet ist, machst du nochmal eine neue Palette, bist ein bisschen übersichtlich, weißt du wirklich, was du hast. Und dann siehst du auch nochmal so schön alle Farbpaletten, weil manche Stifte fast beinahe irgendwo vor Angst, dass man es versaut auch nicht an. Ja, das habe ich auch. Und jedenfalls, ganz ehrlich, das sieht so wenig aus. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber es sieht so wenig aus. Und ich ärgere mich richtig hart, dass ich nicht gleich einfach hier so gemacht habe und zuerst so voll angestrengt alles sauber ausgefüllt, statt einfach so zu machen. Sieht schöner aus. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, die Scheiße nochmal neu zu machen. Aber ja, das hier sind alle meine Burbys. Der ist auch eingetrocknet, aber davon habe ich den Auffüller. Also den kann ich reparieren und das ist an sich benutze ich die Farbe auch relativ häufig, deswegen. Auch immer dann trotzdem eingetrocknet, das ist mir auch recht. Die Kappen sind immer drauf. Keine Ahnung. Für den Fall, dass es jemand schade findet, dass er nicht gesehen hat, wie ich das hier gemacht habe, also den Hintergrund. Ich finde es einfach nur richtig anstrengend bei solchen Matschereien, weil solche Hintergründe sind bei mir einfach nur Matschereien, das zu filmen, weil ich versuche immer so. Discord, geh mir nicht auf den Pisser. ich versuche da immer pro Videoabschnitt, sage ich jetzt mal, da ich halt keine Übergänge mache, seht ihr das nicht so hart raus. Maximal 15 Minuten, weil es strengt meinen kleinen Opi, also meinen kleinen Laptop, unglaublich an, diese Dateien erstmal zu laden, damit ich sie dann anschließend auf den Rechner schieben kann und dann ins Programm und bearbeiten und dann entsprechend abspeichern. Ich habe echt immer so ein bisschen Panik, dass er mir abkackt zwischendurch, aber Gott sei Dank macht er das nicht. Bitte halt so lange durch, bis ich mir endlich entweder einen neuen krassen Rechner leisten kann oder den einen Rechner endlich mal so ein Technik-Typi schicken konnte, dass er mir den aufmotzt und ich da mit dem arbeiten kann. Dann kannst du in Ruhe in Rente gehen, mein Lieber. Aber erstmal musst du noch durchhalten. Und ja. Aber halt bei Aquarell. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich für den Hintergrund gebraucht habe. Ich habe zum Teil auch einfach Pausen angelegt und dann halt einfach den Zwischenschritt angeguckt und so gefühlt 5 Stunden erstmal angeguckt. Vielleicht waren es auch nur 5 Sekunden. Ich weiß es nicht. Aber ich stöße dann so ein bisschen gedanklich vor mich ab. Und habe dann weitergearbeitet. Und ja, ich glaube, es wären sehr, sehr lange Videodateien gewesen, wo er mir dann zwischendurch abkacken würde. Das hatte ich leider auch schon. Deswegen achte ich da jetzt echt mehr drauf. Und dadurch ist es halt für mich echt anstrengend, solche Sachen zu filmen. Weil es ist nun mal eine relativ große Fläche. Und ich bin halt für diesen Hintergrund zuerst mit Gelb und Orange. Dann mit Rot, dann mit Pink, dann mit Magenta, dann mit Lila und dann nochmal zwischendrin nochmal mit Gelb hier sozusagen nachgehellt, weil es sonst einfach zu dunkel war. Und dann noch mit Lila und Magenta nochmal ein bisschen nachschattiert und so. Und wie gesagt, ich matsch da halt rum und wenn ich da jetzt aber zwischendurch aufpassen muss, dass A, mein Akku nicht abkackt, B, die Datei nicht so groß wird und so, das schaffe ich. Also ich habe schon ausprobiert, aber. Ich tue dann immer beim wichtigen Part, wo du dann wirklich erst mal den Wandel siehst, vergessen mitzufilmen und das kackt mir zwischendurch ab und ich bekomme es nicht mit. Sad life. Deswegen, ja.
Es tut mir leid, ich kann euch den Prozess nicht zeigen, weil es ist einfach nur so sackig anstrengend, wirklich darauf zu achten, dass es alles aufnimmt. Aber shit the hell, ich bin ein bisschen stolz drauf. Auch wenn ich echt sehr stark merke, dass mein Papier dadurch so ein bisschen strapaziert ist. Weil, ja, hier sieht man es echt gut. Stell mal scharf, Baby. Danke. Ihr seht ja hier diese Tupfen. Also, dass es nicht komplett einheitlich eins ist, sondern da halt die Tupfen sind. Und daran sehe ich, dass ich das Papier schon so ein bisschen angestrengt habe durch die ganze Matscherei. Sieht man auch unter anderem hier durch die Fusseln. Ja, das ist vom Papier. Aber halt durch Bundi Power, wo ich ja halt eh immer im Nachhinein nochmal nachgehe, kann ich das dann retuschieren und dann ist auch alles tutti. Ja. Ist so, wenn ich jetzt nichts verkacke, sollte das ein echt schönes Bild werden. Ich hoffe es zumindest. Eigentlich war es. Verdammt. Stift runtergeworfen. Hatte ich zuerst nur die gute von sozusagen einer Androiden-Mermaid, weil halt das Rassenthema da ganz stumpf gesagt Roboter sind. Und deswegen hat sie mich gereizt. Und ja, man sieht leider nicht so wirklich, dass sie fresh ist. Sie sieht einfach aus wie eine scheiß Ariel wegen den roten Haaren. Und zum Teil auch wegen der Pose. Aber scheiß drauf. Und ich hatte halt bei Nanunana gibt es jetzt auch Washi. Ich meine, jeder Laden hat gemerkt, dass Washi geil ist. Da haben die so voll coolen, ich sag jetzt mal Mermaid Washi, also hier mit Silber. Ja, Silber, hier die Schuppen und dann so pastellblau Verlauf, so abwechselnd, sage ich jetzt mal. Deswegen war so, ja, voll Mermaid. Das musst du ausnutzen. Und ja. Ich konnte nicht anders. Das kommt dann auch bei ihr an den Rand, deswegen ist er hier gerade noch frei. Und ich. Zuerst dachte ich so, ah, das wird zeitlich zu knapp, weil wenn du das machst, dann willst du auch die scheiß Belohnung für diese Quest haben. Aber es war dann auch so, ich hab's überlegt. Sie ist halt eher so mein typischer Charakter, so frech, bisschen Breitschnauze, Sarkasmus. Charakterliches Mannsweib, sage ich jetzt mal. Optisch sieht man es nicht. Da habe ich zwar auch ein, zwei, aber man sieht es zumindest bei ihr nicht. Aber sie ist halt so eher ruhig, ladylike, bisschen altklug. Also so voll die Gegensätze. Dementsprechend habe ich das jetzt auch versucht, Motiv einzufangen. Und ich finde, das wurde auch gut. Und keine Sorge, hier werde ich mit Bundis nochmal den Übergang ein bisschen sanfter gehen lassen. Damit das Galaxy nicht so krass raussticht. Und ja, ich meine, allein schon eine. Auf diesem Buch wird stehen. How to live with a tail. Sie muss sich erstmal über ihre neuen Umstände bilden und geht nicht unbefangen ins Wasser hinein. Auf jeden Fall, ich bin bisher schon so ein bisschen stolz auf die Atmosphäre. Ich habe da immer so ein bisschen Angst, dass ich das verkacke, weil mir persönlich die Atmosphäre beim Bild echt scheiße wichtig ist. Da können mich mal perfekte Proportionen oder Anatomie kreuzweise. Solange es nicht aussieht, dass es ein Krüppel ist, ungewollt, kann ich mitleben. Ich glaube, die Schwanzfrost ist eigentlich auch zu klein, weil ich meine, die geht ja jetzt. Also, ich sag's mal so, für eine Merkfrau ist es relativ klein. Ich glaube, das geht noch, aber dadurch, dass sie ja schon auch schon älter ist, hätte sie auch eine längere Schwanzfrost haben können. Aber leck mich, das passt so. Naja, sie ist ja eigentlich auch keine Mermaid. Das ist jetzt nur wegen der Quest und ja. Ich habe noch keinen Namen für sie. ach ja, falls. An sich über das Ohr wundert, das ist eine Frucht, die ich gerade nicht im Kopf habe. Die werde ich dann vermutlich einblenden, denke ich. Die Rasse ist halt einfach so im Prinzip frühste Fruchtmerkmale an einen humanoiden Wesen und ja. Und die war halt aus dem Sternzeichen-Badge, wo wir aber auch jeden anderen Adopt-Badge, also Badge bedeutet, ich wollte gerade Sammelstelle sagen, aber es ist auch falsch. Badge bedeutet, du hast halt so ein Thema, meist so ein Thema, mehrere Charakter oder jemand haut ein Post mit mehreren Charakteren aus, die man sich dann alle gönnen kann. In diesem Fall war es halt das Zodiac Badge, also Sternzeichen. Und sie ist Widder, Aries, deswegen halt auch die Hörner hier. Und ich habe mich sofort verliebt.
Und inzwischen finde ich auch diese Fruchtohren voll geil. Und ich habe da auch noch ein MTO offen. Und ich habe auch eigentlich einen Entwurf, den ich wohl sagen könnte, so Leute, passt, so nehme ich so. Aber jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Zitrone und habe echt keine Ahnung, was ich sonst für eine Frucht nehmen soll. Und ich frage mich halt auch gleichzeitig immer, Alter, woher nimmt ihr die ganzen Früchte? Das ist so, ich kenne so die Standarddinger, aber irgendwo ist auch was voll Cooles haben, aber ich weiß nicht, wonach ich da googeln soll. Bei exotischen Früchten kommt halt auch immer irgendwo dasselbe und ich weiß nicht. Ich will irgendwie so wie bei einer Erdbeere oder Orange dieses Weiße haben zwischen den bunten und so. Und dann ist aber eigentlich auch Drachenfrucht voll geil, wegen diesem rot-grün Farbverlauf und. Also es ist behindert. Ich bin behindert. Und nochmal neu zeichnen will ich eigentlich auch nicht, aber wie gesagt, diese Frucht, sie stört mich. Ich will eine andere Frucht jetzt haben. Aber egal. Es war genug an dem Tag. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen stolz auf sie. Ich glaube, sie wird auch mein neues Profilbild, weil Bitches, bitte guckt durch diesen Himmel und dieses Meer an. Es ist wunderschön und ich habe da mit einer kleinen Riff gearbeitet, die ich dann auch noch einblenden werde. Denke ich. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Bitte nicht töten, wenn ich es vergesse. Das ist dann echt nicht meine Absicht. So wegen Farbgebung habe ich da halt abgeguckt. Und ja. Ich glaube, ich sollte jetzt mal weiterarbeiten. Ich habe ein bisschen sehr viel gearbeitet jetzt wieder am Anfang. Aber hey, manche mögen es. Ich danke euch dafür. Ja. Wie gesagt, ich arbeite jetzt endlich mal weiter. Thank you.
Ich habe ja wie angesprochen neue Copics geholt und unter anderem habe ich dadurch jetzt endlich mal den Unifarbbereich abgedeckt. Und ich muss jetzt erstmal wieder rumprobieren, weil ich habe halt in den Namen probiert, aber mir nicht aufgeschrieben, welche Nummer ich da genommen habe. Und ja. Jedenfalls. Sieht man was? Hier war einfach nur erstmal alle, die ich gefunden habe, nebeneinander. Und dann habe ich so langsam sozusagen von hell nach dunkel geordnet da. Und jetzt nochmal mir halt richtig, nachdem ich es richtig hingelegt habe, nochmal getestet, ob es so funzt und sieht nicht allzu scheiße aus. Also sollte einen vernünftigen Farbverlauf haben. Und da gucken wir jetzt mal gleich, was rauskommt, nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, es ist nur nicht umsonst. Weil ich kann in meinem Buch kein Bild rausreißen. Eine der Gründe, weswegen ich ein Buch habe. Aber vor allen Dingen, weil es einfach ein einziges Artbook ist am Ende. Von mir selbst. Wow, Unikat!
Was ich mir inzwischen richtig angewöhnt habe, ist, dass ich überall diese Äderchen nochmal reinzeichne, wenn es so ein, ich sage jetzt mal, normales Blatt ist und nicht so ein, Moment, ich sag schon glatteres, wo du halt nicht die Adern siehst, hier zum Beispiel. Normal. Das ist halt wirklich, die sind halt, also wenn ich so color, dass du halt wirklich nur diesen Strich in der Mitte siehst, dann sind das für mich diese, ich sage jetzt mal blöd gesagt, plasterartigen Oberflächen, wo du wirklich einfach nur arschglatt hast und dann die Falte in der Mitte. Fertig. Bei den meisten normalen Blättern siehst du ja hier noch die Adern oder nur eine dicke Fette in der Mitte. Mir war ja danach jetzt einfach mal die so ein bisschen aufzusplitten. Und nein, ich habe absolut keine Ahnung, wie die Blätter eigentlich von der Pflanze aussehen, die ich mir da, die sie hat. Ich habe zwar eigentlich gegoogelt, aber ich glaube, ich war einfach nur zu dumm, das zu sehen, weil da waren halt so einige verschiedene Blattformen, Arten, wie auch immer man das nennen will. Und daher war ich verwirrt und dachte mir dann so, okay, scheiß drauf. Das ist ja jetzt kein festes Design. Das ist einfach nur jetzt für die Quest, also in dem Sinne random. Und dann kann ich mich halt ein bisschen austoben. Ja. Ich weiß, ich mache die Äderchen eigentlich viel zu routiniert. Die müssten eigentlich noch. Warte, wie ist das? Nicht unregelmäßig. Auch nicht verwirrter. Ich komme einfach nicht aufs Wort. Aber es ist, eigentlich ist es noch zu routiniert. Aber ich habe das so drin und ja. Aber hey, ist ja selten nur so ein Einblick ins Blatt. Und ja, ich weiß, ihre Flosse ist eigentlich viel zu klein, um damit schwimmen zu gehen. Aber hey, sie sitzt erstmal nur auf den Kackfelsen und guckt sich ihre neue Umgebung an. Und es ist ja, wie gesagt, random. Ja. Der Farbverlauf ist aber nicht so schön geworden. Nur ich kann es jetzt ja halt noch schlecht noch ändern, weil rot. Bisschen tricky, aber was soll's. Lässt sich sehen.
Also, wenn wir diesen Part wegnehmen, bin ich eigentlich voll zufrieden. Aber das können wir nicht. Oh, mir fällt gerade wieder. Wer noch weiß, was jetzt kommt, der kann es ja in die Kommentare schreiben. Ich habe es zwischendurch schon mal gesagt, das weiß ich noch. Wir sehen uns gleich wieder. Oh Mann. Ich glaube, ich muss langsam echt mal planen, wo ich meine scheiß Unterschrift hinsetze, weil 10 Sekunden, nachdem ich sie hier hingesetzt habe, war dann so der zweite Gedanke. Shit, das wäre irgendwie so ein bisschen schöner gewesen da. Und hier wirkt es irgendwie so ein bisschen verloren, so wie schnell reingeklatscht, bevor die Datei geklaut wird. Versteht man, was ich meine? Es ist. Ja, ich mache mir über total behinderte Sachen in den Kopf. Aber ja. Zurück zu dem, was ich gerade eben angefangen habe. Man merkt, ich zeichne mehr von scheiße selten. Ich will zwar einen richtig geilen, detaillierten Fischschwanz immer haben, also wo du wirklich die einzelnen Schuppen siehst mit den Reflexionen, aber ja, es sieht immer okay aus. Mehr kann man dazu echt nicht sagen. Ich habe jetzt bei dem Aquarell nochmal mit Buntis zuerst lila und dann mit Schwarz nochmal tiefere Kugeln gemacht, damit man halt auch sieht, dass es nicht glatt und wirkt so ein bisschen out of texture. Beziehungsweise so ein bisschen wie reingeklatscht im Nachhinein, so Photoshop Power. Hilft leider auch nicht so viel. Ja, also die Schwanzflosse ist wieder sehr beeindruckend. Ich mag dafür aber die die Blätter. Meiner Meinung nach sind die wunderschön. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Nein, sie sind, ich finde sie wirklich schön. Und ja, dann habe ich ja, wie ihr vorher gesehen habt, habe ich einfach mit Liner nochmal so, nicht direkt Spitze, aber ich glaube, man nennt es Ornamente aufgesetzt. Damit das Ganze einfach noch ein bisschen aufgepeppter ist. Was man jetzt hier halt nicht sieht, bei dem schwarzen Stoff ist hinten dann auf der Hälfte der Höhe, also ungefähr hier, nochmal ein schönes großes Symbol, aber in Weiß halt. Und das sieht man halt leider nicht. Aber ja, ich hatte Angst, dass es durch das Rot so viel wird, aber wurde es nicht. Weil in ihrem Originaldesign hat sie halt so im Prinzip einen roten Body an. Und ich wollte es aber nicht nur rot haben, sondern halt auch wieder lila aufgreifen. Voll vergessen, die Schwanz, was er auch lila machen wollte, weil wegen der Frucht. Naja. Aber es beißt sich jetzt nicht so hart, wie ich befürchtet habe. Ja, und deswegen hatte ich auch Bock, bei dem Blatt hier nochmal so einen kleinen Rotverlauf reinzuknallen. Ja, also ich mag unglaublich gern die Panscherei von Himmel. Es ist kein krass detaillierter Himmel, detaillierter Hintergrund, aber er macht Eindruck. Komm, was wolle. Und ja, es war einfach, dass ich vergessen habe, dass es Mermaid, das Washi und dann halt Mermaid, damit die beiden ein einheitliches Schema haben. Ja, ich habe wieder ein paar Stifte gebraucht. Das ist abartig. Und das hier habe ich noch selber gemacht. Einfach weiß heute. Ja, auch wenn das ein relativ knappes war, das Wichtigste nicht zu sehen, Stichwort Hintergrund. Ich habe ja erklärt, warum. Ich hoffe trotzdem, euch hat mein Gelaber gefallen und eventuell mag man ja wieder reingucken oder man guckt was von den alten Videos an, wo man auch mehr sieht. Also wirklich, das ist so jetzt von den. Verdammt, mir fällt gerade. Ich muss eigentlich noch How to Live with da raufschreiben, aber ich bin gerade so voll, jetzt zu pausieren wieder, dann das raufzuschreiben und dann wieder, damit ihr einfach nur diesen. Verkommenheit sieht, seht. Hier müsste ich bei den Ocker, nicht bei den Ocker, bei den lieffarbenen Blender muss ich auch nochmal mit ein, zwei Tönen hier nochmal die Schatten nachmachen, beziehungsweise will ich, muss nicht, ich will. Aber wie gesagt, ich bin gerade zu voll zu posieren und dann nochmal. Ich bin einfach unglaublich Foto und anschließend postfaul. Es ist abartig. Egal, das war meine lahme Entschuldigung. Ich hoffe jedenfalls, es hat das Video hat euch zumindest unterhalten. Sagen wir es mal so.
Ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn du einfach ein anderes Video angucken würdest, mich vielleicht abonnieren würdest, eventuell sogar einen Kommentar da lassen würdest. Und wenn du auf Instagram oder Facebook noch unterwegs bist, ich bin da auch. Ich kann dich da auch nerven. Ist alles kein Ding, Digga. Einfach Videobeschreibung angucken. Und ich würde sagen, das reicht jetzt für heute. Das Video wird sehr wahrscheinlich wieder lang genug sein, obwohl das eigentlich vom Aufwand her das kürzeste war, zumindest was ich jetzt gefilmt habe. Aber egal. Auf Wiedersehen. Vielleicht backe ich das nächste Mal. Wer weiß. Man hört sich. Ciao.